Hallo zusammen, recht herzlich darf ich euch alle begrüßen, die, die hier im Raum anwesend sind und auch die, die uns jetzt zuschauen, zu unserer Vorbesprechung zum anstehenden Spiel. Der 10. Spieltag in der Bundesliga steht an und wir sind dran am Samstagabend um 18.30 Uhr bei RB Leipzig, live zu sehen im Stadion. Unterstützt werden wir von ca. 4.500 Herthanerinnen und Herthaner und auch live zu sehen im Topspiel bei Sky. Zum Personal darf ich sagen, dass definitiv nicht dabei sein werden Kelian Sona, Jessic Nankamp, Philipp Oremovic und Djanga Boetius. Wobei beim Letzteren wir die freudige Nachricht haben, dass er heute zum ersten Mal mit Hendrik Fied, unserem Fitmacher, wieder auf dem Platz war und mal wieder draußen. Hohen Puls hat er gehabt. Hohen Puls? Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine freudige Nachricht. Ne? Da geht es in die richtige Richtung. Er war schon mal auf dem Platz individuell. Und da drücken wir ihm die Daumen, dass es dann auch nicht allzu lange braucht, bis er dann auch in den Kreis derjenigen wieder zurückkehrt, die für so ein Spiel in Frage kommen. Sandro, die Qualitäten unseres nächsten Gegners, RB, sind, glaube ich, hinlänglich bekannt. Was war dir in Vorbereitung auf die Herangehensweise dieses Spiels jetzt besonders wichtig die Woche? Ja, im Prinzip alles zu analysieren von Leipzig, alle Phasen. Und es ist jetzt keine große Überraschung. Sie können alles, in allen Phasen können sie Qualität abrufen. Sehr aktiv in der Arbeit gegen den Ball. Darüber hinaus sehr gut in den Umschaltmomenten im Ballbesitz, wo sie ein gutes Zentrumspiel haben, dann auch wieder einen Tiefgang haben. Deswegen wird für uns natürlich am Samstag die Hauptaufgabe sein, dann auch sehr konsequent und sehr gut zu verteidigen. Dann eröffnen wir die Fragerunde bei euch. Wer möchte beginnen? Dann fangen wir bitte an beim Berliner Kurier und Wolfgang Reise. Ja, Personalfrage. Ist der Willi soweit wieder hergestellt? Und inwieweit haben Sie schon überlegt, ob Willi oder Jove im Sturm spielt? Oder sogar beide? Ja, bei Willi ist so jetzt, hat bisher nur gestern eine individuelle Trainingseinheit absolviert. Wir haben jetzt nachher nochmal einen Check, müssen dann schauen, wie es dann für die Nachmittagstrainingseinheit aussieht. Von daher ist es noch ein Fragezeichen, genauso wie bei Davy Selke. Die haben jetzt das ähnliche Programm gefahren in dieser Woche. Und dementsprechend müssen wir abwarten jetzt auch nochmal aus medizinischer Sicht, wie das dann sich für Samstag entwickelt. Dann machen wir weiter beim RBB und Dennis Wiese. Dann kommen wir zu dir, Stefan. Dem, was der Trainer liebt, den nicht sportlichen Fragen. Hallo, Herr Schwarz. Ja. Wir kommen auch noch zum Sportlichen, aber bietet sich natürlich an, jetzt nochmal vor dem Duell mit Ihrem engen Freund Marco Rose. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen zurückgucken in diese Mainzer Herren-WG. Oh je. Warum oh je? Nicht jugendfrei. Warum? Warum nicht? Nein, ja, wie es so ist in so einer WG, ne? wenn junge Kerle zusammen wohnen. Aber dennoch, klar, wissen alle, dass wir eine sehr gute Freundschaft haben, dass wir eine enge Bindung haben. Und klar, wir haben jetzt auch zusammen gewohnt. Und dennoch steht jetzt am Samstag im Fokus das Bundesligaspiel Leipzig gegen Hertha. Und jetzt nicht Rose gegen Schwarz, sondern ganz klar der Fokus dieses Spiel. Und das wird auch für uns der Anspruch sein, jeder mit seiner Mannschaft natürlich dann auch maximal erfolgreich zu sein. Und so gehen wir das an. Erlauben Sie mir trotzdem nur noch eine Nachfrage. Es gab ja, glaube ich, eine Tischtennisplatte. Stimmt, ja. In dieser WG und Darts. Ne? Das waren, glaube ich, so die beiden Sachen. Wer war da in den jeweiligen Sportarten, Disziplinen der Bessere? Also im Tischtennis auf jeden Fall war ich der Bessere, ganz klar. Und ja, das weiß er auch. Das kann man schon auch so sagen dann. Und beim Dartspielen würde ich sagen, war es ausgeglichen, vielleicht minimaler Vorteil für ihn. Dankeschön. Ja. Dann gehen wir bitte zum Tagesspiegel und Stefan Hermanns. Herr Schwarz, beim Spiel gegen Freiburg war einmal im Fernsehen zu hören, wie Sie sehr laut und sehr ausgiebig nach Agu geschrien haben. Was genau in... Puh. Das war in der zweiten Halbzeit irgendwann, mehrmals. Ich wollte eigentlich fragen, was Sie da zu bemängeln hatten, aber und generell, wie sehen Sie so das Zusammenspiel zwischen ihm und Marc Kempf? Also was machen die beiden schon gut? Wo muss man vielleicht so in der Feinabstimmung noch feilen? Ja, jetzt auf die besagte Situation zurückzukommen im Spiel, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, um ehrlich zu sein, warum ich dann diesen Namen vielleicht etwas lauter gerufen habe. Und dennoch geht es aber klar im Zusammenspiel, was Innenverteidigung angeht, Verteidigungsverhalten, Vorwärtsverteidigen, hinten dran sichern, generell das Kettenverhalten, das wird immer ein Thema sein. Im Zusammenspiel bei der Innenverteidiger, aber auch im Verbund mit den Außenverteidigern und
natürlich auch Positionierung, Spielaufbau, je nachdem, wie der Gegner anläuft, dass wir dort eine gute Positionierung haben. Und das mit jedem Spiel gibt es natürlich mehr Sicherheit dann auch. Und finde dennoch, dass vorher auch mit Philipp zusammen, mit Kempfi zusammen, auch Marton gute Leistung absolviert hat auf der Innenverteidigerposition. Jetzt letzte Woche im Spiel war es zum ersten Mal Agu mit Kempfi von Beginn an, die das dann sehr ordentlich gemacht haben. Dann gehen wir bitte einmal auf die andere Seite zur DPA und Thomas Flemer. Herr Schwarz, Sie gucken nicht gerne in die Vergangenheit. Trotzdem hängen die Trauben für Hertha in Leipzig recht hoch. Wären Sie diesmal mit einem Unentschieden zufrieden oder gehen Sie auch da voll auf Sieg? Nein, wir gehen. Grundsätzlich ist unsere Haltung nicht, dass wir in Spiele reingehen und sagen, okay, wir werden jetzt mit einem Unentschieden zufrieden, sondern wir gehen mit dieser Haltung rein, dass wir für uns die maximale Leistung abrufen wollen. So sind wir es in der Vergangenheit angegangen und so werden wir das am Samstag auch angehen, dass wir den Anspruch haben, auch an uns selbst in allererster Linie, was Leistung angeht, was Bereitschaft angeht. Und das wird für uns auch wieder der Gradmesser sein, weil wir die auch, was ich eingangs schon gesagt habe, wir brauchen eine Top-Leistung gegen einen sehr, sehr guten Gegner in der Bundesliga mit RB Leipzig. Und da brauchst du eine Konsequenz in der Arbeit gegen den Ball, aber auch viel Mut zu haben in deinem eigenen Ballbesitz, deine Geschwindigkeit einzusetzen. Das sind alles Inhalte, die du dann auch am Samstag im hohen Maße brauchst. Und das ist, so gehen wir in das Spiel rein, ohne uns jetzt darüber Gedanken zu machen, mit was wir zufrieden werden, sondern der Anspruch ist auch hier wieder, das, was ich gerade gesagt habe, maximale Leistung abzurufen gegen einen Top-Gegner. Dann gehen wir zu Bild BZ, Roberto Lambrecht. Ich hätte auch mal eine Frage. Leipzig ist ein Top-Team und war nicht unbedingt der Lieblingsgegner von Hertha BSC in den letzten Jahren. Gab immer viele Gegentore. Das letzte Auswärtsspiel endete 0-6 und auch Sie persönlich haben, glaube ich, mal 0-8 verloren. Vor Freiburg hat mich keiner gefragt, als wir da 5-0 gewonnen haben in meiner Vergangenheit. Da hat mich keiner gefragt. Das habe ich jetzt bei RB Leipzig fragte mich. Das 5-0? Das ist Wahnsinn, ey. Das ist echt Wahnsinn. Das 5-0 habe ich sogar geschrieben. Das hat keiner gefragt letzte Woche. Kein einziger hat es gefragt. Das habe ich geschrieben in der Zeitung. Ja, aber mich persönlich nicht gefragt. Das stimmt, aber war der höchste Sieg Ihrer Trainerkarriere. Das weiß ich, okay, weil ich es geschrieben habe. Okay, sehr gut. Es gab auch 0-8. Ich wollte mal fragen, inwiefern spielt denn sowas im Hinterkopf eine Rolle bei der Vorbereitung auf den Gegner? Diese Erlebnisse, auch Hertha hat viele Gegentore kassiert. Oder analysiert man Leipzig wirklich nur anhand dieser Saison? Ja, also es macht auch Sinn, ehrlich gesagt, sich jetzt keine Spiele anzugucken. Jetzt auch mein persönlich letztes Spiel. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass wir schon mal 2-2 dort gespielt haben und dass wir Heimsiege auch gegen sie errungen haben, aus Mainzer Sicht. Aber jetzt aus härter Vergangenheit macht es jetzt auch wenig Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Und klar, wir wissen auch das Ergebnis. Aber jetzt da nochmal die Jungs mit irgendwelchen Videobildern damit zu konfrontieren, halte ich nicht viel davon, sondern einzig und allein mit Videobildern, die wir aus dem Training produzieren, die sehr gut sind und natürlich auch aus den letzten Spielen von RB mit unserer Systematik. Dann bleiben wir bei Thomas Flemer bitte, DPA, dann kommen wir nochmal auf die andere Seite. Wie hoch schätzen Sie denn den Mut Ihrer Spieler ein, auch dann gegen so einen Top-Gegner das auf den Platz zu bringen? Also wenn ich sie im Training sehe, auch gestern wieder, war das sehr aktiv und das brauchen wir auch. Und dennoch wird es auch Phasen geben am Samstag, wo du dann auch mal einen Block verteidigen musst. Aber Blockverteidigung bedeutet dann nicht, dass du in eine passive Haltung reingehen darfst. Und diese Phasen wird es am Samstag zu sehen sein aus unserer Sicht. Und so wie ich die Jungs jetzt kennengelernt habe in jedem Spiel, mit welcher Haltung sie reingehen, so wie ich es jetzt in der Trainingswoche auch erlebt habe, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir ängstlich sind, oh Gott, was kommt dort jetzt auf uns zu, sondern der Respekt, ganz klar ist das, eine Champions-League-Mannschaft, die jetzt eine sehr gute Ausgangssituation hat, jetzt in ihrer Champions-League-Gruppe. So, aber für uns gilt es erstmal bei uns zu bleiben, mit dem Wissen, die Inhalte zu analysieren von RB, so, aber unseren Anspruch zu haben, unsere Leistung abzurufen. Und da gehört natürlich auch dann der Mut dazu, den wir brauchen in den Phasen des Spiels. Nächste Frage kommt von Stefan Hermanns, Tagesspiegel. Herr Schwarz, Ihre Mannschaft hat in dieser Saison deutlich weniger Gegentore kassiert, als das in der vergangenen Saison der Fall war. Das ist ja nicht immer nur, liegt ja nicht immer nur an den vier, die hinten spielen, plus dem Torwart, sondern ist ja eine gemeinschaftliche Arbeit. Was macht Ihre Mannschaft gut, dass sie stabiler ist als in der vergangenen Saison oder dass sie stabil ist, weil sie ja nicht so gern zurückschaut? Ja, genau.
Also nochmal kann ich auch nur das bewerten, was ich jetzt aktuell sehe. Und uns ist wichtig vom ersten Tag an auch, dass sich alle Spieler daran beteiligen, an der defensiven Organisation, defensiven Struktur. Und genauso im Offensivspiel zählt es dann auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir nicht die Kugel haben, dass wir dennoch Automatismen für uns entwickeln in der Arbeit gegen den Ball, dass wir Prinzipien verinnerlichen, dass wir Druck auf den Passspieler erzeugen wollen und dann dennoch hinten dran und so absichern, dass wir dann immer wieder, wenn wir einen Zweikampf verlieren, dass der Nächste da ist, der das ausbügelt und dann auch wieder Zweikämpfe gewinnt in engen Abständen, in kompakten Abständen. Und das ist uns wichtig und das machen die Jungs sehr gut, als Beispiel jetzt auch letzte Woche mit Jove, der das sehr gut gemacht hat, nach langer Spielzeit dann auch wieder von Anfang an, der sehr fleißig war und das brauchen wir. Und darüber hinaus brauchen wir aber auch in unserem Offensivspiel, dass sich alle daran beteiligen, dass alle ein Verantwortlichkeitsgefühl haben, auch mit Ball. Und das machen die Jungs sehr gut. Dennis Wiese nochmal für den RBB. Ja, ich hätte nochmal eine Frage zu Oliver Christensen und dem Patzer letzte Woche, aber vor allen Dingen nach der Reaktion danach. Also ich glaube, man hat so ein bisschen gesehen, nach Abpfiff, Davy Selke hat ihn so ein bisschen nach vorne in Richtung der Fans geschubst. Die haben ihn ja auch gefeiert und auch so in den sozialen Medien. Wie nehmen Sie dieses im Moment wahr oder wie werten Sie das, dass es da eben nicht auf den Deckel gibt, sondern viel Zuspruch und ja, der gefeiert wird, der Spieler? Also ich freue mich, habe es ja auch nach dem Spiel gesagt, ich freue mich und finde es herausragend, wie die Fans uns unterstützt haben und speziell dann auch ihn individuell nach dem Spiel. Was uns betrifft, was unser Gruppenverhalten betrifft, empfinde ich das als normal, um ehrlich zu sein, weil sich das dann auch gehört, so wie wir uns als Gruppe entwickelt haben, dann auch füreinander da zu sein, wenn vielleicht der eine oder andere Moment da ist bei einem Spieler, wo er sich schlecht anfühlt. Und deswegen freut es mich, dass wir diese Gruppendynamik haben, dass dann Spieler füreinander, miteinander dann auch kommunizieren und füreinander da sind, um dann auch gemeinsam so ein Fehler, der vorkommt, und das wird hoffentlich jetzt erstmal der Letzte sein, aber dennoch, der vorkommt in so einem Spiel, dass man da miteinander und füreinander da ist. Ja, vielleicht gleich anschließend nochmal, Sie haben ja Anfang der Woche auch gesagt, der ist robust, der Christensen, das wird ihn nicht umhauen. Vielleicht trotzdem nochmal, war das irgendwie nochmal Thema jetzt im Laufe der Woche oder für ihn, dass er da noch ein bisschen hadert oder ist das sofort abgehakt denn? Ja, Andi Menge, der dann auch immer die Analysen vornimmt, auch die individuellen Torwartanalysen dann auch mit Olli dann zusammen. Und klar haben sie sich auch nochmal die Videosequenzen angeschaut und das analysiert. Aber Olli macht einen sehr stabilen Eindruck jetzt auch in den Trainingseinheiten. Und es wurde aufgearbeitet, analysiert mit Andi zusammen. Und jetzt ist die Vorfreude wieder da auf das Spiel am Samstag. Nochmal, Dennis. Das ist jetzt aber, glaube ich, wirklich die letzte zu dem Thema. Vielleicht Oliver Christensen, der nun auch noch nicht lange Nummer eins ist hier in Berlin und überhaupt. Was macht ihn jetzt schon wertvoll als Torwart und wo ist vielleicht noch Luft nach oben? Ja, so wie bei allen Spielern, dass immer noch Entwicklungspotenzial herrscht und das kommt dann aber auch mit Spielen, mit Erfahrung dazu, gerade auf der Torwartposition. Aber hat letzte Saison schon in einer Drucksituation sein Mann gestanden in den Relegationsspielen gegen HSV. Und jetzt darf man nicht vergessen, jetzt hat er die 9 Bundesligaspiele absolviert und ich finde, dass er sehr mutig ist als Torwart, sehr kommunikativ ist, dass er eine gute Ausstrahlung hat auch und dass er Situationen auch hat schon im Spiel, auch in der Vergangenheit in den Spielen, wo er uns im Spiel gehalten hat, wo er 1-gegen-1 Situationen sehr gut löst und einfach diese Ausstrahlung, finde, die ist herausragend bei ihm, die er jetzt auch gezeigt hat und deswegen sind wir uns sicher dann auch, dass er mit so einem kleineren Fehler, muss ich auch sagen, ist jetzt kein grober Patzer gewesen, sondern so ein kleinerer Fehler, dass wir da auch gestärkter hervorgehen und insbesondere er. Thomas Flehmer nochmal für die dpa. Von Punkten her liegt Hertha ähnlich wie im letzten Jahr. Die Stimmung ist anders. Sind Spieler schon mal zu Ihnen gekommen und haben gesagt, Mensch toll, wir sitzen zwar immer noch ganz unten, aber es hat sich was verändert? Nein, es ist jetzt kein Thema bei uns. Wir registrieren die aktuelle Stimmungslage und die ist auch wichtig, dass wir das fühlen und dass wir das spüren, dass Energie im Laden ist, dass die Leute das auch anerkennen und dennoch ist es für uns der Anspruch und dass wir nicht in der Kabine sitzen und denken, okay, ist alles toll, sondern der Anspruch bleibt dennoch für uns maximal erfolgreich zu sein, auch Spiele zu gewinnen und das bleibt dabei das, und es geht mit Leistung und immer wieder
jeden Tag fleißig zu sein und das am Wochenende dann auch abzurufen im hohen Maße. Und die Stimmungslage registrieren wir, die tut uns gut. Aber der Anspruch bleibt immer wieder für uns, auch das Maximale rauszuholen und da gierig zu sein und weiter fleißig zu sein. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe kein Handzeichen mehr. Dann sage ich danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen. Samstag 18:30 Uhr in Leipzig treten wir an. Darauf freuen wir uns. Bis dahin, bleibt gesund. Hau he. Dankeschön.